Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale im Tutorial mit Little und Gigabiel im Together, den hätte ich zuerst sagen müssen. Anrufen. Was? KG01 und KG02 werden nachlässig? Komm schon, sie hätten dich töten sollen. Nicht, dass ich das möchte oder so. Aber sie könnten es wenigstens versuchen, weißt du? Ich hätte dich fast gefangen. Wo ist meine Eiscreme? Sollen wir die mit dem Teil? Moment, meint er nicht Eiscreme? Irgendwie schon, ja. Hey, du bist es wieder. Das Geschäft läuft klasse. Diese beiden Leute haben all meine Eiscreme gekauft. Ich bin komplett ausverkauft. Entschuldige. Warte, ich habe noch etwas für dich. Ein großes Lächeln. Wie hört sich das an? Gib mir mein Lächeln. Ich bin richtig zufrieden. Eiscreme verändert wirklich die Welt. Warte, wie das ist das Kaninchen, das hast du irgendwie Kaninchen abgesprochen. Hey! Wir verschieben die Sachen mit dem Töten auf ein anderes Mal. Aber sag anderen nichts und so. Ja. Wir haben es ja nichts gesagt. Du hast dir nichts gesagt, oder? Nein. Er sieht glücklich aus. Ja, er spricht nicht. Wie auch immer du das sehen willst unter der Rüstung, naja. Hey, hey, erinnerst du dich an meinen Namen? Der Hitzflames, mein im Englischen, im Deutschen. Ich glaube, es war der heißköpfige Hitzkopf. Ja, irgendwie sowas, ja. Erinnerst du dich? Ja. Was? Du erinnerst dich? Wie konnte ich so einfach besiegt werden? Ja, du hast nicht mal nach dem Namen gefragt, aber ich liebe diesen geschockten Ausdruck. Warte, was ist, wenn L und R für rechts und links steht? Endlich! Auf keinen Fall, das macht keinen Sinn! Denn wenn du in die andere Richtung siehst, ist das falsch. Aber wenn du in die andere Richtung blickst, wie kannst du dann wissen, ob sie noch falsch sind? Lass uns nicht über das Alphabet philosophieren. Sonst sind wir einfach nach wieder. Ich kann nicht aufhören, die Musik zu lieben hier. Oh, das ist die Bühne. Ich kann nicht glauben, dass du mit Metaton tanzt. Ganz große Sache. Davor haben der Mensch und ich mit dem Tod getanzt. Wow! Ist der Tod cool? Sieht aus wie du. Sie ist zu weiß. Ja, sie wären gute für den Viper. Ich möchte den Tod treffen. Sie sieht fast so aus wie du. Bloß, du wärst echt ein genialer Tod. Wieso gibt's doch keinen Crossover mit ihm als Tod? So richtig doch. Schön. Wow, ich hab deine Seele geerntet. Gibt's doch, nennt sich Reaper Tail, allerdings sollte sich das mehr auf Sans konzentrieren. Ja, wollte gerade sagen, das ist dann aber Sans. Nee, die sind beide Götter des Todes. Okay. Aber ich habe bei Reaper Tail schon angesehen und das wird genauso gut mit Originalcharakteren funktionieren, deswegen. Metaton sieht wirklich cool in dem Kleid aus. Es gibt mir das Gefühl, dass ich auch eines tragen könnte. Ja, okay. Sag ich nochmal. Wusste, dass da jemand steht, mit dem wollte ich deswegen noch reden. Und das war irgendwie ein Löwe oder so ein Löwenmonster. Yeah. So, seid ihr hier? Nö. Hey! In der unheimlichen Gasse rechts gibt es ein paar tolle Angebote. Jo, gehen wir gleich mal hin. Sans, lass du erstmal herumstehen. Na, willst du beide sprechen? Nee, lass wir uns zusammen sprechen. Such dir eine aus. Ich würde sagen, ich bin Catty. Ich soll bei T sprechen, ja? Den Alligator. Genau. Hey, schau dich um! Ja, schau dich um! Gucken wir erstmal. Kaufe all unser Zeugs. Junkfood! Leere Pistole, Cowboy-Hut und den Mystery Key will ich kaufen. Ja, dann kaufe ich. Oben, wir haben genug Platz, ja. Kaufen wir 600 Key. So, du wolltest Catty sein? Also, Ready, wir werden reich sein! Wir sind komplett ausverkauft, miau! Wir sind komplett ausverkauft, miau! So, reden wir mit ihnen. Okay. Was geht ab und so? Ich bin Ready und das ist meine beste Freundin, Catty. Ich bin Catty und das ist meine beste Freundin, Pretty. Ich glaube, die reden gleichzeitig. Lass uns ruhig gleichzeitig reden. Okay, na gut. Was geht ab? Ich will eure Waren. Das Zeugs drin ist... total krass teuer! Aber das Zeugs, das wir finden, ist... total krass günstig! Das einfach... total krass zuschlagen! Okay, das haben wir gut gemacht. Ja. Ich meine... wo kommt man Waffen oder Essen oder... wir haben es im Müll gefunden! Dieser Blick! Es ist wirklich guter Müll!
Herkunft des Mülls. Wo wird den Müll herbekommen? Na, im Schrottladen. Wo denn sonst? Ich habe eine Pistole in einer Mülltonne gefunden. So, über Metatron. Oh mein Gott, Metatron. Er ist wie mein Robotergatte. Wir sind beide praktisch bereits verheiratet. Naja, weiß es noch nicht. Er kommt von Metatron. Also, Dr. Elfes hat Metatron gebaut, richtig? Das ist, was man so erzählt. Aber Metatron verhält sich immer. Als wäre seine Konstruktion irgendwie seine Idee gewesen. Und selbst nachdem er gebaut wurde. Verhält er sich, als wäre Elfes seine alte Freundin. Aber sie sind keine Freunde mehr. Ja, nicht wie ich und Pretty. Beste Freunde für immer. Aber Metatron Alternative? Geh mal durch. Nee, da gibt's nicht. Ist immer noch selber, ja. Ja. So, über Elfes. Oh mein Gott, Elfes! Sie war wie eine große Schwester. Ich meine, wenn dich deine große Schwester auf Ausflüge zum Müllhalde mitnimmt. Sie hat uns die coolsten Orte zum Müllsammeln gezeigt. Sie hat immer diese komischen Cartoons gesammelt. Dann wurde sie die königliche Forscherin. Ja, wir haben sie schon ewig nicht mehr gesehen. Königliche Forscherin. Also Elfes hat immer gedacht, Ascor wäre super süß. Also ich bin mir sicher, sie hat Metatron gebaut, um ihn total zu beeindrucken. Ein Roboter mit einer Seele. Das ist wirklich super relevant für seine Hobbys. Nachdem Ascor Metatron sah, wollte er, dass sie all das Forschungszeug für ihn erledigt. Aber niemand hat bisher irgendwas von ihr gesehen. Oder zumindest sie. Sie muss wirklich den ganzen Tag im Labor bleiben. Sie lebt wie ein kleines Mädchen. Ja, genau wie wir. Über Ascor. Er ist ein großer, pinziger Doofkopf. Oh mein Gott, er ist ein totaler Trottel. Er ist irgendwie so nett. Gott, wir sind irgendwie so hype auf die Zerstörung der Menschheit. Ja, das gleichzeitig spricht, dann wäre ich gut drauf. Ja, das haben wir irgendwie drauf. Man sieht sie schon so. Achso, ja. Da stand sogar Putti und Kitty im Hintergrund. Okay, sorry. Ja, stimmt, ja, das steht ja immer. Ja, das ist mir auch erstmal im Hintergrund später mal aufgefallen. So. Ich will noch kurz gucken. Okay, hier ist eindeutig eine Wand, also wo ist der Shortcut? Ja, wie auch immer. Hey, ich habe gehört, du besuchst den Chor. Möchtest du vorher mit mir etwas essen gehen? Klar. Wunderbar, danke, dass du mich versorgst. Wir bezahlen doch eh nicht, keiner von uns bezahlt. Hier drüben, ich kenne eine Abkürzung. Nun, da wären wir. Also, deine Reise ist fast vorbei, wie? Du musst wirklich nach Hause wollen. Eigentlich nicht. Hey, ich kenne das Gefühl, Kumpel. Dennoch. Manchmal ist es besser, bei dem zu bleiben, was man dir gibt. Hier unten hast du Essen, Trinken, Freunde. Ist das, was du tun musst, wirklich die ganze Sache wert? Ihr lebt vom Müll. Ja. Ach, vergiss es. Ich zähle auf dich, Kind. Hey, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Nicht miau, sondern hey. Ich bin ein Wachmann im Snowdenwald, richtig? Ja, irgendwie schon. Ja. Ich schalte Ausschau nach Menschen. Es ist langweilig. Doch glücklicherweise gibt es tief im Wald eine riesige verschlossene Tür. Als ob wir das nicht wüssten. Wir sind genau aus dieser Tür herausgekommen. Yep. Das ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu üben. Eines Tages hau ich sie wie üblich raus. Ich klopfe auf die Tür und sage Klopf-Klopf. Und plötzlich, von der anderen Seite der Tür, höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also sage ich wie gewohnt Feuer. Feuerwehr! Wo brennt es? Dann bricht sie in Gelächter aus. Bei so einem schlechten Witz. Ja, aber echt. Als wäre es der beste Witz, den sie in den letzten Jahren hörte. Also mache ich einfach weiter und sie lacht weiterhin. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dann, nach einem Dutzend Witze, klopft sie an die Tür. Klopf, klopf. Ich sage, wer ist da? Disco. Disco wer? Disconnected. Oh Mann. Wow.
brauchen wir kaum zu sagen, dass diese Frau extrem gut war. Wir wissen ja ganz genau, wer es ist. Ja. Wir haben uns gegenseitig für Stunden Witze erzählt. Irgendwann musste ich dann gehen. Übrigens, ich weiß noch die englischen Witze, die fand ich wesentlich besser. Ich weiß ja, die konnte man nicht eindeutschen. Ja, soll ich trotzdem erzählen? Wenn du willst, ich kenne sie auch. Wie war das? Also zumindest fällt mir jetzt gerade der Witz ein, den sie erzählt. Also der Witz von Sansis. Ja? Knock knock, who's there? Dishes. Dishes who? Dishes a bad joke. Genau, und bei ihr war es klopf klopf, knock knock, who's there? Old lady who? Oh, I didn't know you could yodel. Ja, wie gesagt, die kann man nicht eindeutschen, ja. Da muss man sich noch ja ausdenken. Genau, so, Papyrus wird ohne seine gute Nachtgeschichte recht launig. Aber sie erzählte mir, ich solle wieder vorbeikommen. Und das tat ich. Und dann wieder und wieder. Es hat jetzt System. Wir erzählen uns schlechte Witze durch die Tür. Ich gebe sogar zu, dass sie schlecht sind. Ja. Und es ist super. Eines Tages fiel mir jedoch auf, dass sie kaum lachte. Also fragte ich sie, was denn los sei. Dann erzählte sie mir etwas Seltsames. Wenn jemals ein Mensch durch diese Tür kommen sollte, kannst du mir bitte, bitte etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn. Eigentlich hasse ich es, etwas zu versprechen. Und diese Frau, ich kenne nicht mal einmal ihren Namen. Aber jemand, der schlechte Witze über alles liebt, hat eine Rechtschaffenheit, bei der man nicht Nein sagen kann. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das Versprechen, das ich ihr gegeben habe. Weißt du, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte? Kumpel? Du wärst zu dem Zeitpunkt bereits tot. Weißt du, was mich an dem Sans-Serif-Font immer daran erinnert? Hm? Der wird auch in Terranigma benutzt. Hm. Hey, bleib locker, Kumpel. Ich mache nur Witze. Ja, war echt schlecht. Außerdem habe ich mich bei deinem Schutz nicht gut geschlagen. Ich meine, sieh dich nur an. Du bist nicht einmal gestorben. Falsch. Hey, was soll dieser Blick denn bedeuten? Liege ich falsch? Ja. Ich habe nie gehört, dass diese Pflanzen im Hintergrund darstellen sollen, wie viel mal du gestorben bist. Echt? Sind das echt so? Das muss ich mal ausprobieren. Nee, das kann aber nicht sein. Ich glaube, wir sind ein, zwei Mal gestorben, mehr nicht. Wir sind nicht viermal gestorben. Nee. Hey. Nun, das ist alles. Pass auf dich auf, Quint. Denn jemand sorgt sich wirklich um dich. Wobei, eins verstehe ich nicht. Eines Tages war sie nicht so gut drauf. Und das heißt, es muss ja an diesem einen Nacht gewesen sein. Also eines Tages? Sind wir hier schon Tage unterwegs? Was? Nein, vergiss nicht, dass sie schon sehr, sehr viele Kinder rausgeschickt hat. Ach so, jetzt macht mehr Sinn. Ja, okay. Da scheint jetzt nur mal dran gedacht, was ist, wenn der Nächste kommt. Okay. Das heißt, vielleicht hat sie beim ersten Kind das nicht gesagt. Und ich denke mal, das selbst doch gar nicht so oft so lange dort vielleicht arbeiten. Und wenn doch, dann haben sie noch nicht miteinander geredet. Hm. Guck mal auf die Uhr. Ach so. Wir mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Moment. Noch 6 Minuten. Das reicht, um hier ein bisschen herumzureden. Ach, können wir eigentlich anrufen, die beiden? Ja, probieren wir. Wow, ein schönes Restaurant. Psst. Wer braucht das? Deine Freunde sind gute Köche. Was die Katze erschreckt. Naja, vielleicht sind unsere Kochkünste nicht gerade perfekt. Nee, das sind sie schon. Iss auf, Rabauke. Hör Spaghetti-Geräusche von der anderen Seite. Wie hören denn Spaghetti-Geräusche sich an? Es schlurpsen und so. Aha. Ist Freundschaft nicht köstlich? Hoffentlich hast du vorher geschluckt. Ja, ich hoffe, sie hat auch geschluckt. Ich mag den Gingerbread Man. Nur nein, du hast einen Sextrip ja, gemacht. Ja, genau. Als ich hierher kam, stellte ich fest, dass ich nicht reserviert hatte. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, also ging ich weiter. Jetzt bin ich nur dabei, Tau von diesem Benjamini zu essen. Okay, du sagst ja. Noch nichts Neues. Eine Topfpflanze. Kein Tau auf ihr? Eine Topfpflanze, der hat noch runtergegessen. Eine Fernsehsendung mit Metaton. Ein Aufgebot an Benjamini. Es ist eine Ruhmeswand, voller Zitate und Fotos besuchender Promis. Für das Essen sterbe ich. Hinreißender Stil und Duft. Mein Gesicht schmeckt toll.
Das ist alles von Metatron. Eine Fernsehsendung mit Metatron. Das ist ein Auftrittsplan. Comedians, Tänzer, Sans. Im Moment ist eine Pause. Sans. Wir haben echt kein gutes Aufgebot, wenn sie Sans brauchen. Ja. Früher, Das ist so ein eindeutig muskelpackter Typ. Ja. Früher haben wir Labyrinthe und Rätsel erschaffen, um Angriffe zu vereiteln. Aber jetzt ist es eher eine schlimme Tradition, kurvig und verwirrend zu bauen. Du kannst keine 2 Meter laufen, ohne von Kopf bis Fuß in Rätsel zu stecken. Okay, ja, okay. Das ist nice. Ja, aber weißt du mich übrigens, dass es Monster gibt, die wie Dämonen aussehen? Mhm. Der Maulwurf. Ich arbeite im Chor, das Innere ist ein Labyrinth aus tauschbaren Teilen. Das bedeutet, wir können die Räume anordnen, wie es uns gefällt. Junge, heute war ein toller Tag. Ich liebe Rätsel. Der erinnert mich an Mega Man, oder? Ja. Eine Topfpflanze, na, frisst du durch Snowdrake? Na klar. Ich bin hier der Comedian. Ich bin sehr witzig. Die Leute lachen über meine Witze. Aber mein Sohn, er wollte genau wie sein Vater ein Comedian werden. Aber seine Witze, die sind nicht witzig. Er macht furchtbare Wortwitze. Er beschämt unsere Familie. Hahaha. Das ist nicht witzig. Seit seine Mutter starb, konnte er einfach nicht mehr zu Hause leben. Also ist er weggerannt. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich bin ein furchtbarer Vater. Hahaha. Das ist nicht witzig. Der Arme. Ja. Darüber mit dir zu reden, bricht mir das Herz. Hahaha. Das ist nicht witzig. Und dem sagen, da fehlt doch was. Das ist creepy. Blub, blub. Sie müssen einen Tisch reservieren, um hier zu essen. Sie müssen ihren Stuhl, ihr Silberbesteck, ihr Essen, ihr... Okay. Gut. Und rufe... Ein Hotel? Cool. Ich war nie in einem schönen Hotel. Wirklich? Ich auch nicht. Herr Pyrus, wir sollten einmal Urlaub machen. Ja, lass uns Urlaub im Hotel machen. Naja, wir könnten uns auch in der Nähe des Hotels umsehen. Oh, ich war nur sarkastisch. Ich würde niemals einen Urlaub nehmen. Könnte man sich irgendwie vorstellen. Wir werden nicht nass. Der Brunnen ist eine Fehlkonstruktion, stimmt. Ja. So, wir haben noch 2 Minuten. Dann gucken wir uns doch hier in der Halle um. Dieser Springbrunnen trägt eine Inschrift. Königlicher Gedenkbrunnen, gebaut 2000X216. Metatron letzte Woche gebaut. Ja, viele denken, die Statue, die in Waterfall steht, ist die echte Statue von diesem Brunnen. Die wurde heruntergenommen, um Metatron aufzubauen. Hm. Ist das ein Papiermonster? Willkommen in der MTT-Zuflucht, Hotlands größtes zimmerbauendes Hotel. Selbst wenn sie nur eine Nacht bleiben, garantiert die MTT-Zuflucht gute Erholung. Sie gehen nur durch. Toll, die MTT-Zuflucht ist bekannt, dass Leute hier durchgehen. Habe ich den gut gesprochen? Ja. Noch mehr Topfpflanzen, alle mal Topfpflanzen, 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 du auch. Sollte ich nur Handzeichen geben? Ja, ich weiß aber nicht, wie man Handzeichen macht. Naja. Ja, wir wissen, der Aufzug in die Stadt funktioniert nicht. Aufgrund dieses Unfalls sind die Zimmerpreise reduziert worden. 200 G der Raum interessiert? Nee, vielleicht im nächsten Part. Lass uns wissen, wenn du dich umentscheiden solltest. Hab einen funkelnden Tag. Funkeln wieder Speicherpunkte? Willst du den Drachen sprechen? Ach man, was mach ich da für eine Stimme? Jo, ich werd heute nicht zu Hause sein. Also von ja. Ich denk, in meinem Schatzhort liegt doch Goldpizza zum Aufwärmen. So, jetzt muss ich erklären, warum er das gemacht hat. Wir hatten eine Diskussion, was wäre, wenn alle anderen Charaktere Dialekt sprechen würden. Ja. Jo, ich werde heute nicht... Okay, dasselbe. Ist das der erwachsene Timmy? Hui! Ja, echt. Dieser Aufzug führt direkt in die Hauptstadt, aber er ist ausgefallen. Das Hotel gibt sein Bestes, alle unterzubringen, die hier festhängen. Weil das ist komisch, dass die Schuhe an den Vorderbeinen sind. Ja, irgendwie komisch. Als ein Schleim bin ich empört. Du magst den Spruch, oder? Ja. So, die entspannte Atmosphäre in diesem Hotel erfüllt dich mit Entschlossenheit. So, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir verabschieden uns mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.